Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen hier in den Räumlichkeiten der Kieler Antikensammlung in der Kunsthalle zu Kiel. Mein Name ist Manuel Flecker und ich bin als Kustos für diese Sammlung verantwortlich. Ich möchte in den nächsten Minuten einen kleinen Einblick in unsere Sammlung geben, die Sie ja leider im Moment nicht besuchen können. Ich hoffe aber, Ihr Interesse und die Lust zu wecken, dann nach der Wiedereröffnung in unsere Räumlichkeiten zu kommen. Die Kieler Antikensammlung wurde bereits im Jahr 1843 eröffnet und sie gehört damit zu den ganz alten Antikensammlungen im deutschsprachigen Raum. Es gibt vor allem zwei Gründe, die zu ihrer Eröffnung führten, und das ist vor allem die Begeisterung für die Antike, für den antiken Menschen und die mit dem antiken Menschen verbundenen Bildwerke und Kunstwerke. Die erste Kieler Antikensammlung war in der Kapelle des Schlosses ausgestellt und dort in einer fast sakralen Atmosphäre zu sehen, die sehr auf die Ästhetik der Stücke bedacht war. Heute in den Räumlichkeiten der Kunsthalle können Sie die antiken Originale und die Abgüsse nach berühmten Bildwerken der griechischen und römischen Zeit dagegen in einem chronologischen Rundgang entdecken und erfahren, der etwa in der Zeit um 800 vor Christus einsetzt und bis in die Spätantike, das heißt bis in das 4. Jahrhundert nach Christus läuft. Die Kieler Antikensammlung ist Bestandteil der Universität und eng mit dem Bereich klassische Archäologie verbunden und deswegen auch immer wieder ein Schaufenster für die Forschung unseres Bereiches. Ich möchte Ihnen hier ein Beispiel zeigen, das auf den Forschungen meines Vorgängers Joachim Räder beruht. Und Sie können hier hervorragend sehen, wie man in der Antike aus einem Kaiserporträt, hier der Antoninus Pius, einen späteren Kaiser, Septimius Severus, herausgearbeitet hat. Eines meiner Lieblingsstücke der Sammlung ist der Hermes des Praxiteles, der eben den Göttermythen Hermes zeigt, wie er den jungen Gott Dionysos, den Babyweingott, auf dem linken Arm trägt. Das Stück ist ein Abguss nach einem antiken Marmororiginal, das deutsche Archäologen im späten 19. Jahrhundert in Olympia ausgegraben haben und genau an der Stelle, wo der antike Schriftsteller Pausanias dieses Bildwerk beschrieben hat. Ich möchte Ihnen unsere letzte Neuerlage vorstellen, die uns im letzten Jahr erreicht hat. Es ist die Victoria aus Brescia, der Abguss nach einem antiken Bronzeoriginal, eines der ganz wenigen antiken Bronzeoriginale. Die Statue ist eine Statue der Siegesgöttin Victoria, der geflügelten Siegesgöttin, die einst in ihrer linken Hand einen großen Schild hielt, in der sie wahrscheinlich die Siege des Kaisers, eines römischen Kaisers des 1. Jahrhunderts nach Christus, aufzeichnete. Bestandteil unserer Sammlung ist auch eine große Zahl an reich figürlich verzierten griechischen Vasen. Die Bilder dieser Vasen geben uns nicht nur Hinweise auf den Alltag des antiken Menschen, sondern auch auf seine Ängste, Sorgen oder auch Antworten auf existenzielle Fragen. Dieses Gefäß, diese Lutrophore, war einst die Beigabe in das Grab eines jungen Mädchens oder eines jungen Mannes. Und auf der Vorderseite ist die Entführung des jungen Heros Kephalos durch die Göttin Eos dargestellt. Ein hoffnungsvolles Bild, das die Hinterbliebenen möglicherweise über den schweren Verlust versucht hat, hinwegzutrösten. Ich möchte Sie sehr herzlich am Schluss einladen, sich über unser reiches Führungs- und Vortragsprogramm zu informieren, auf der Seite der Antikensammlung Kiel, auf der Seite der Freunde der Antike. Ich freue mich, Sie aber bald wieder persönlich hier in unseren Räumen begrüßen zu dürfen.